So, dann geht's weiter bei Fahrenheit. Wir sind gerade gut vor dem Orakel entkommen. Aber trotzdem findet uns. I'm leaving you here. You mustn't move, understand? I'll be back soon to get you. I hope. Ja, und jetzt geht der Fight gegen das Orakel los. Irgendwann muss es ja dazu kommen, die Konfrontation. Ach, und aus welchem Film könnten die wohl diese Szene hier kopiert haben? Ach, ich komme gerade nicht drauf. Ich weiß es echt nicht. Vielleicht war es Schweigen der Lämmer? Nee. Ach, keine Ahnung, ich gebe es auf, das ist mir zu kompliziert. Ja, man sieht aber, irgendwie ist es etwas seltsam. Ich meine, an sich ist es ja cool gemacht, aber es passt einfach gar nicht zu diesem ganzen, ja, zu dem ganzen Kontext, den das Spiel vorher, ja, so ausgelöst hat. Also, wie gesagt, ich habe es ja irgendwann in einem Teil schon mal gesagt, es hat ja relativ realistisch angefangen und auch noch weitestgehend normal mit halt einem Mord, insofern Mord normal sein kann, und entwickelt sich jetzt hier zu einem Sci-Fi-Spektakel mit Leuten, die fliegen können, an der Wand langlaufen und was auch immer. Ja, naja, früher, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, war ich auch noch relativ jung und muss sagen, dass ich von den Szenen dann doch schon beeindruckt war, weil als kleiner Junge, sag ich mal, steht man doch total auf solche coolen Fight-Szenen. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das irgendwie nicht so ins Spiel passt und seitdem finde ich es eher unpassend. Also es hätte auch besser funktioniert, wenn die Kampfszenen nicht drin gewesen wären. Aber dafür hat Quantic Dream von Kritikern und auch manchen Fans oder manchen Spielern sowieso schon ordentlich auf den Sack bekommen. Genau wegen dieser Dinge, dass es einfach nicht in diese Story passt. Okay, komm schon. Aber die Motion-Capture-Leute hatten bestimmt Spaß bei der Erstellung dieser Szenen. Auch wenn das hier noch aufgrund der Hardware der PlayStation 2 etwas hakelig aussieht, manche Bewegungen. Weil das nicht so schön flüssig ist wie jetzt in einem, weiß ich nicht, in einem PS3-Spiel oder so. Weil da haben die ja die Technik, mehr Animationen jeweils zu einem Charakter zu machen. Und das sieht dann ein bisschen flüssiger aus. Aber gut, genug von diesem Nerd-Geschwafel und konzentrieren wir uns mal ein bisschen auf den Kampf hier. Und der wirft mit Ziegelsteinen nach uns. Das ist mies. Das Kind steht irgendwo da hinten im Schnee, wieder mal völlig teilnahmslos. Wieso kann er sowas? Und wieso kann Lucas sowas? Das macht keinen Sinn. Aber wie wir erfahren haben, Lucas hat ja sowas, so ein Zeug, das nennt sich Chroma. Hat der das Orakel ja mal gesagt. Was es allerdings ist, wissen wir nicht genau. Das Orakel kann sich porten. Schön. Ich liebe ja Gegner, die sich porten können. Fehlt nur noch, dass er fliegen kann. Ach, er kann ja fliegen. Gut, fehlt nur noch, dass er zu viel einstecken kann. Ach, kann er ja! Und dass er zu viel austeilt. Ach, auch das kann er. Eigentlich ist es die Inkarnation des ekelhaften Gegners, die es gibt. Naja. Was soll's. Jetzt geht's erstmal weiter. Wir kloppen uns und es sieht irgendwie merkwürdig aus. Weil das sieht eher nach so einem kleinen Geplänkel aus. Naja. Es wirkt irgendwie wie das Matrix Revolutions Finale. Achso, jetzt weiß ich welcher Film es war. War auch so schwer. Nee, aber das war ja auch sehr übertrieben, der Kampf. Das war ja mehr Dragon Ball als Dragon Ball. Mehr Dragon Ball als Dragon Ball. Mehr Dragon Ball als Matrix, wollte ich eigentlich sagen. Naja. Oh, zack, gegen die Kante. Aua. Das tut doch weh. Und auch wieder mal geht dieses Quicktime-Event viel zu lang. Und wir kriegen die ganze Zeit nur auf den Sack. Oh, eine gute Idee. Cool, war's das? Also Orakel tot? Lässt sich das überhaupt von so etwas töten? Man weiß es nicht. Wo ist das Kind? Und was ist das? Also, beziehungsweise wer ist das? Was das ist, weiß man ja. Und natürlich lebt er noch. Oder es, was auch immer. Okay, und jetzt sollten wir wieder schleunigst laufen, indem wir die Tasten hämmern. Und Lucas zeigt mal wieder seine erstaunlichen Fähigkeiten. Man siehe. Zack. Au. Wie gescheitert. Ich hab doch... ja, so viel zu den erstaunlichen Fähigkeiten. Okay, das ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert. Wieso? Ich hab doch wie ein Wilder da drauf rumgehämmert. Naja, egal. Machen wir es halt nochmal.
dann lasse ich halt nicht locker. So, das müsste jetzt aber reichen, oder? Komm schon, ich bin am Anschlag. Ja, sehr gut. Okay. Mein Gott, meine Finger. Okay, was macht er jetzt? Ob das eine gute Idee ist? Ach so, naja, dann. Dann hätte ich das auch gemacht, wenn ich wüsste, dass ich sowas kann. Wieso kann der sowas auf einmal? Das macht doch keinen Sinn. Ach, egal. Sag mal, sind die Hubschrauber nicht bewaffnet? Die hätten ihn einfach da runterballern können. Okay, dann hätten sie vielleicht das Kind erwischt. Wir wissen ja auch gar nicht, wer es ist. Ach, Police. Okay, es ist die Police. Hätte ja auch dieser komische Clan sein können. Aber wer weiß, ob die überhaupt noch so existieren, wie wir uns das denken. You found the child. Agatha. Humanity's fate for the next 10,000 years depends on the fate of that child. A new golden age, peace and security, or the reign of ice, of terror and death. We were right to have chosen you. Okay, Agatha ist plötzlich da. Wir fragen sie mal nach ihr. You're not really Agatha, are you? No, you're right. Poor Agatha died in her apartment. We've simply borrowed her physical appearance to allow us to communicate with you. Okay, wer ist denn die dann? Rummelplatz. What happened at the amusement park? I don't remember anything after the roller coaster collapsed. You didn't survive the fall. We found your body and we resuscitated you. The truth is that you are dead, Lucas. Jo, ist klar. Gut, tot. It's impossible. I'm not dead. Life, death, they're simply abstract notions. You gave your life so that humanity could survive. You are a hero, Lucas. It was vital that you bring us the Indigo Child, and you succeeded. Now we can put her in a safe place. You've accomplished your mission well. Okay, ich vertraue ihr nicht, deswegen zurückweisen. No, I don't trust you. Jade stays with me. You're committing a fatal error, Lucas. I'm going to have to eliminate you. Detail. When we brought you back to life, we added a module within your cortex. It's impossible to kill you, as you are already dead. I can, however, annihilate you. A simple touch from me, and you will be erased forever. There's no use trying to resist. I have control of you now. Seht ihr, warum ich jetzt gesagt habe, dass das Ende nicht so ganz in den Kontext des Spiels passt? Ich meine, guckt euch das mal an, das ist albern. Soll das sein, eine Art Cyborg? Get up, Lucas! Hurry! Quickly! Over here! Die schießen ja gar nicht wirklich. Okay, wir sind erstmal in Sicherheit. Und wir haben immer noch minus 55 Grad und sind in einer unterirdischen Geheimbasis, das allerdings eher aussieht wie ein U-Bahn-Tunnel. Warum nennen sie es dann nicht U-Bahn-Tunnel? Naja, egal. So, was wir bis jetzt erfahren haben. Das Spiel wird immer komischer. Agatha ist tot, wir sind tot. Agathas Körper wurde aber für einen Cyborg ausgeliehen, der darüber mit uns kommunizieren konnte, der dann aber sich plötzlich wieder zurückverwandelt in seine ursprüngliche Form und auch so mit uns kommunizieren kann. Hä? Okay, und wir wurden anscheinend wiederbelebt, als wir nach dem Rummelplatz wirklich gestorben sind. Deswegen hat Lucas auch kein Problem mit dieser Kälte, weil er nicht getötet werden kann. Deswegen ist er auch so kalt, wenn man ihn anfasst, und deswegen hat er auch wahrscheinlich keinen Atem. Also keinen Dampf, wenn er atmet in
halten Begebenheiten. Das Indigo-Kind heißt anscheinend Jade, woher Lucas das plötzlich auch weiß, keine Ahnung, hat er auch gesagt in der Zwischensequenz, vielleicht hat die irgendwo ein Namensschild oder so, keine Ahnung, und wir schütteln sie ein bisschen herum, vielleicht kotzt die dann gleich. Dann würde sie mal wenigstens etwas Lebenszeichen-ähnliches zeigen. Kotz? Naja, dann nicht. Ja. Und dieses komische Vieh kann uns also mit einer Berührung töten. Und wir müssen uns jetzt beeilen, um das Indigo-Kind in Sicherheit zu bringen. Gut, die anderen, deswegen haben sie uns wahrscheinlich auch hier runtergebracht, damit wir etwas in Sicherheit sind. Mal gucken, wo uns der komische Typ hinführt und was das überhaupt für ein Typ ist, das wissen wir auch noch gar nicht. Carla scheint ihn aber allerdings zu kennen und sie unterstützt uns ja jetzt auch tatkräftig, was immerhin gut ist. Wenigstens ein Verbündeter auf unserer Seite. Ja, so viel dazu. Wir gehen jetzt einfach und sollten dann unsere nächsten Schritte wohl überlegt planen. Weil wir wissen ja noch gar nicht, wo wir das Indigo-Kind überhaupt hinbringen sollen oder wo es in Sicherheit sein kann, weil es nützt ja nichts, wenn es die ganze Zeit bei uns bleibt. Das hält das Orakel und diesen komischen anderen Clan ja nicht davon ab, danach zu suchen. Okay, wo sind wir jetzt? Stufe höher oder Stufe tiefer? Das ist hier die Frage. Warte mal, ist da ein Bonus oder so? Nee. Okay. Können auch mit ihr rennen. Ach ja, der Bonus ist da hinten. Genau, ich wusste doch, dass hier irgendwo ein Bonus war. Dankeschön. Ich weiß noch nicht, ob ich die jemals einsetzen werde, weil wie gesagt, davon kann man sich eh nur Artworks, glaube ich, kaufen und den Soundtrack im Spiel selber, was aber cool ist, dass man sich dann den Soundtrack kaufen kann. Je nachdem, ob man die richtige Technik hat, kann man den sich dann auch kopieren, aber naja, das ist eine andere Sache. Ah, okay. Wer ist dieser Mann, fragen wir mal. Und wo sind wir hier eigentlich? Aber wir fragen erstmal nach dem Mann. Do you know who that man is? I have no idea. He just told me we had to follow him. Ah ja, und du folgst ihm einfach. Okay. Wo? Where are we? In an abandoned subway station, I guess. So, what do we do now? Looks like we don't have much choice. Let's follow him. Okay, sie lebt aber anscheinend noch, weil sie bewegt sich noch einigermaßen. Die Jade. Zumindest hat sie sich gerade bewegt. Okay, gut. Bevor wir aber mal Bekanntschaft mit den anderen machen, die da hinten sitzen, an dem Feuer, würde ich sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Denn wir haben nicht mehr so viel Zeit und jetzt folgt einiges an Gelaber und so, was ein bisschen die Story versucht zu erklären. Und was jetzt alles damit auf sich hat. Und dann gehen wir auch schon mit großen Schritten dem Finale zu, würde ich sagen. Und deswegen sollten wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen und das dann demnach im nächsten Teil machen. Und ich würde sagen, dann mache ich hier jetzt einen Cut, sag auf Wiedersehen und wir sehen uns im nächsten Teil von Fahrenheit wieder. Also bis dann. Ciao.